Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play EA Sports FC 24, der Nachfolger der FIFA-Reihe. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sprechen, weil ich jetzt mitten in der Nacht aufnehme. Ich nehme jetzt, na, wir haben kurz noch rein, so. Und ich wollte eigentlich euch die Folge so bringen, dass wir quasi mit Release der normalen Standardversion, die ich geholt habe, ich habe diesmal nicht die Ultimate-Version geholt, die Standardversion geholt. Ja, mit Belüster der Standardversion quasi die erste Folge kommt. Wir werden uns heute quasi gucken, welche Liga wir nehmen, welche Mannschaft wir nehmen und dann werden wir uns so ein bisschen reinfinden in das Spiel. Ich weiß nicht, ob wir schon die erste Partie spielen. Ja, wahrscheinlich nicht. Und ja, gucken wir einfach mal. Nee, weiter. Und los geht's auf jeden Fall. Wir starten unsere Management-Karriere. Wir wollen eine neue starten auf jeden Fall. Und ich habe mir eigentlich mehr oder weniger was anderes überlegt. Wir starten erstmal die neuen Updates. Ich will mal was anderes machen. Ich möchte mal eine Liga nehmen, die außerhalb der Top 5 Ligen ist, also Frankreich, England, Italien, Spanien und natürlich Deutschland. Möchte ich ein bisschen raus und mal was anderes machen. Muss mal gucken. Ich habe so ein paar Überlegungen mehr gemacht. Wir haben jetzt Deutschland die dritte, zweite, erste Liga durch. Davor die Saison genauso. Letztes Mal haben wir Bilbao in Spanien dominiert. Das heißt, Schweiz haben wir schon durch. Müssen wir mal gucken, was wir so haben. An Ligen. Mal was anderes halt auf jeden Fall. So, gucken wir mal rein. In der Bundesliga haben wir tatsächlich leider nur Erdin Terzic als offiziellen Trainer. Haben wir in der zweiten Liga was? Nee, wir haben tatsächlich nur eine dritten Liga. Deswegen eher nicht. Also wie gesagt, gehe nicht nach Deutschland. Das hatte ich jetzt mal vor. Dänemark wäre reizvoll. Durchaus. Klar. England nein. Frankreich auch nicht. Luis Enrique ist tatsächlich der einzige Coach. Indien könnte eine Idee sein, aber nein. Ach, ich bin unschlüssig. Das hasse ich wieder wie die Pest. Italien haben wir noch nicht im Let's Play gehabt, ne? Eigentlich nicht, nein. Haben wir noch nicht gehabt. Aber ich will ja mal ein bisschen was anderes außerhalb der Top 5 liegen. Wie gesagt, habe ich ja gesagt. Norwegen, Polen. Norwegen wäre vielleicht Molde so eine Idee. Eigentlich möchte ich gerne. Also quasi wie jetzt, glaube ich, in Österreich. Ich glaube neuerdings sogar in der Schweiz. Ja, Belgien hat zum Beispiel, Österreich, die Schotten haben es und auch die MLS hat es. Das wäre natürlich eine Idee, mal in die MLS zu gehen. Polen, Portugal haben wir, Irland haben wir, Korea. Ich glaube, wir gehen in die USA. Ich glaube, wir gehen in die USA. Haben wir die irgendwie drin? Ne, wir müssen uns jetzt gucken, was wir Trainer finden. Also wir müssen jetzt, ich will, also tatsächlich wird es wahrscheinlich Bob Bradley, wenn die Idee. Der wurde dann in Norwegen trainiert. Also ich möchte gerne, wie gesagt, es wäre schon reizvoll. Also, ja doch, werden wir tun. Ich glaube, wir gehen nach Los Angeles. Los Angeles, LA Galaxy. Wäre, glaube ich, mal eine reizvolle Aufgabe. Die haben nämlich ein Playoff-System und das ist eine sehr lange Saison. Das macht irgendwie Bock. Ja, doch. Wir werden es mit LA Galaxy die Saison angehen. Jetzt muss ich gerade nur gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Trainer, der uns reizen würde, in die USA zu wechseln. Schottland. Ich muss jetzt gerade nur kurz mal gucken, ob wir einen coolen Trainer finden. Also ich will natürlich eigentlich gerne einen Ami als Trainer. Einen Einheimischen. Weil ich habe die MLS, die hat leider keinen. Die MLS hat tatsächlich Nuri Sahin natürlich. Österreich, naja, eher weniger.
Österreich habe ich sogar schon mal gespielt. Also privat gespielt, mit Rapid habe ich meine Saison durchgezogen. Aber wie gesagt, wir wollen heute mal, wenn wir mal außerhalb der Dings gehen. Jetzt hoffe ich, dass ich tatsächlich Dänemark, England. Italien, Polen, Portugal. Ich muss mal gucken. Auch wenn ich die Musik, glaube ich, höre, ich glaube, da ich den Stream-Modus anhabe, hört ihr die Musik nicht. Ich will einen coolen Trainer haben. Saudi-Arabien, natürlich, die haben auch einen Trainer, aber die. Haben die einen bekannten, haben wir keinen bekannten amerikanischen Trainer irgendwie in der Schweden? Wir noch in der Drittliga links? Nee. Doch, Joe Enochs. Ich glaube, da machen wir. Ich geh mal mit Joe Enochs. Der wird in Ringsburg quasi dann rüber wechseln in die USA. Nein, wir gehen nicht mit Regensburg rein. Team ändern. MLS. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir die drin haben. Ja, natürlich haben wir die drin. Austin FC, Montreal. Los Angeles Galaxy. Da muss er 3 Sterne haben die. Und die haben tatsächlich sogar ein Originalstadion. So. Übernahme brauchen wir nicht. Wir haben keine Kontinente. Oh, das ist doch schon wieder blöd. Ich glaube, dann müssen wir doch was anderes nehmen. Gucken wir mal. Haben wir danach. Ich möchte gerne. Oder nehmen wir eine Belgien, wäre auch eine reizvolle Aufgabe. Mit Anderlecht oder sowas. Aber, ja, muss ich. Vielleicht noch etwas Großes. Was Kleines. So eine kleine. Eine kleine Mannschaft, ja. Den wir ein bisschen was aufmischen können. Ich will ja gerne. Müssen wir gerade gucken. Gibt's keine Liga? Ich will gerne eine Liga haben mit Playoff-System, ja. Nee, England werden wir die finden, Frankreich nicht, Indien nicht, Italien nicht, Niederlande wäre eine Idee. Aber auch nichts mit großen. Da müssen wir noch Trainer ändern, definitiv. Ich muss gerade was überlegen. Polen, Portugal, Schottland, Celtic Park, Celtic wäre wieder eine Idee, klar. Aalborg Stadion, aber es gibt auch nur zwei Stadion ohne mit Original. Ja, doch, ich wäre schon geil. Also, Schweiz habe ich schon mal, glaube ich, Let's Played. Die haben auch schon Let's Played, die Liga. Türkische Liga. Ich will eigentlich gerne mal. Nee, wir werden es trotzdem machen. Punkt. Upp. Wir lassen es erstmal deaktiviert, zumindest für die eine Saison. Wir gehen auf Währung voll Dollar natürlich, klar. Weil wir ja in die USA gehen. Und starten unsere Saison mit LA Galaxy. Ich habe einfach keinen Bock. Ich will einfach mal raus aus den europäischen Ligen, aus den Top-Ligen und mit. Daher mal was anderes machen.
warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. LA Galaxy. Ist nicht mehr der Topverein in. So, Taktikkonzept wäre schön. Ist ja ein bisschen was ein viel Neues. Standard, Flügelspiel, Tiki-Taka, Gegenpressing, Abwehrriegel. Kick and Rush möchte ich nicht. Wir werden es, so wie es immer gespielt haben, schon über Flügel gehen. Bumm. Zahl der Coaches. Ja, es gibt jetzt mehrere Coaches für Angriff, Verteidigung und Mittelfeld. In, glaube ich, Sternebewertungen 1 bis 5. So, ich weiß, es ist sehr viel Neues. So, wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, wie viel haben wir denn überhaupt? Wochenbudget von 645.312. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall Laura Parker holen. Ganz klar. Laura Parker ist Coach Mittelfeld. Die hat ja natürlich alles. Und Laura Parker soll uns natürlich, da wir über Dings gehen, über Flügelspiel gehen, natürlich als Mittelfeld-Coach. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen was ändern, klar. Die Taktik werden wir ein bisschen ändern und alles drum und dran, das ist klar. So. Verpflichte weitere Coaches. So, wir müssen mal gucken, da wir jetzt einen Angriffscoach brauchen. Habe ich noch irgendwo einen? Einen guten Angriffscoach. Hier wäre was. Kann aber nichts. Gut, okay, stimmt. Wir müssen mal gucken. Wir müssen ja offensive Fähigkeiten nehmen, ne? Wir müssen ja offensive Fähigkeiten nehmen. Die hat 4 Sterne. Das heißt, wir kaufen die. Oder ihn. Walter Ambrosi. Kaufen. Ja. So, dann gucken wir nochmal wegen der Abwehr. Wir fangen jetzt an mit den Coaches. Wir müssen jetzt gucken, dass wir einen Abwehrcoach finden. Einen guten Abwehrcoach. Haben wir. Hier ist ein Walker. Blum. Jawohl. So, und jetzt gucken wir noch einen Torwart für Trainer. Und da haben wir einen. Joey Thompson. Ja. Eingekauft. So. Fertig. BM. So, wir haben jetzt unsere Trainer verpflichtet. Das können wir jetzt erstmal alles ein bisschen. Ist jetzt erstmal sehr viel zeigen. So, Aufstellung. Ich werde meine Standardtaktik nehmen, die 4-2, die kompakt, nicht kompakt, sondern breit. Boom. So wie wir es immer schon hatten. Wir hätten Regi Puig, den kennen wir natürlich aus Barcelona, ganz junges Talent hier. Und Dejan Jovetic, den wir ja aus Frankfurt zum Beispiel kennen. So, rechtes Mittelfeld, du bist ein Linksmittelfeld. Das weißt du, spielst auf jeden Fall da. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein rechtes Mittelfeld. Wir haben Barrios. Und ein Stürmer. Sharp. Und ja, er hier ist der Sohnemann von Jürgen Klinsmann. Oh, Chicharito. Ja, natürlich, klar. Der bleibt auf jeden Fall vorne rein. Das ist klar. So, da muss ich gerade gucken. Sharp auf jeden Fall mal mindestens auf die Bank. Da wir auf jeden Fall ihn brauchen. So, ich gucke gerade. Brugman, zentrales Mittelfeld. Links, rechts, innen. Da ich dann keinen Innenverteidiger brauche oder er hier zum Beispiel beides kann, alles kann. Caceres, Innenverteidiger. Hm. Ja, das Problem, ich muss natürlich, warte mal, ich habe bestimmt noch ein bisschen was auf der Bank, ne? Caceres rein. Du rein. Ich muss jetzt ein bisschen meine Mannschaft umbauen.
Ich habe keine Mangel. Rechtsverteidiger. Ich brauche wahrscheinlich zwei Außenverteidiger und einen Torwart. Ganz klar. Weil man kann. Welche Position? Du bist eigentlich ein Sechser. Gut. Dann machen wir das so. Viel ist natürlich jetzt erstmal mit Taktik. Gut. Ich werde natürlich den Kader deutlich nicht nur verjüngen müssen, sondern auch ein bisschen Arbeiten fortsetzen. Das heißt, wir gehen mal auf die Rollen. Kapitän ist klar, Chicharito. Ja, er ist es Chicharito, der mal ja auch natürlich in Manchester und in Dings gespielt hat. Kurzer Freistoß, okay, langer Freistoß. Elfmeter drin, ganz klar. Und Anweisung. Gut, perfekt. Ja. Jetzt habe ich gesagt, also bei den Außenverteidiger auf alle Fälle nochmal Trikotverkäufe. Okay. Wir gucken mal in der Jugendakademie, die Akademie, ob wir da noch irgendwie ein Supertalent finden. 67 bis 88. Nein, nicht wirklich. So, gut. Also ich habe gesagt, Rechtsverteidiger definitiv. Wir gucken erstmal gerade unsere Mannschaft an. Wir gucken mal, was wir brauchen. Warte mal. Ja, in erster Linie möchte ich natürlich ein bisschen die Mannschaft verjüngen. Das ist ganz klar. Aber wir haben drei Leute da, aber es ist halt wie gesagt kein Talent mit dabei, wo ich jetzt sagen muss, den müssen wir unbedingt verpflichten. So, ich muss jetzt gerade gucken. Transfers, Transferzentrale, Jugendstab, habe ich doch mal. Ne? Gut, da kann ich jetzt ein bisschen was aussuchen. Ich werde mal gucken. Die haben ja Scouting-Netzwerk aufbauen, Nordamerika, USA. 3 Monate, Typ, technisch begabt, Flügelspieler, Spielmacher, starke Füße, das war schon defensiv stark. Linksverteidiger. Auf alle Fälle erstmal mal suchen. Scout erneuern. Wir haben 31 Millionen, das heißt, wir werden es da noch einholen. Und gehen dann über. Wir bleiben auf jeden Fall dort. 6 Monate, Position, ein Stürmer haben wir ja. Ein Torwart. So, der nächste. Albanien. Ich muss mal gerade, wie gesagt, gucken. Konnte was wir ein bisschen haben. Wir haben jetzt 19 nach. Das heißt, ich werde jetzt sowieso gleich die Folge beenden, wenn man das fertig hat. Das heißt, wir werden uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich eher ein bisschen um Transfers bemühen. So, Nordamerika. Haben wir gesagt, Kanada. Mexiko. Kanada. Technisch begabt. Ich suche einen Rechtsverteidiger. 6 Monate. Gut. Na, vielleicht finden wir ja da auch einen Alfonso Davis. So. Ich guck mal gerade. Nationalität. Ich möchte gerne irgendwas Amerikaner, also Ami-Land haben. S, T bis Z. Ich gucke mal gerade wegen USA. Und ich gucke mal Freigabesumme. Mal gucken. Muss ich jetzt gerade gucken. Wären zum Beispiel 2 Kandidaten. Gut, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Jetzt bei Let's Play EASC 24 oder 24. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Bis dahin, tschüss.